wie wir das wieder gemacht haben. Schlaufüchse. Ja. Ohne Ende. Na, ich hol mir mal das bisschen. Ja, komm, ein bisschen Leben muss sein. Zeigst du den Leuten noch mal kurz, wie wir das Problem gelöst haben? Ja, wir haben diese Tür geöffnet. Die war gerade eben verschlossen, indem wir von der Notleiter da hinten die Energie abgezogen haben. Und warum haben wir sie geöffnet? Weil hier doch dieser Fahrstuhl ist. Weil der Augkompass nämlich immer zu diesem Fahrstuhl dahin zoomt. Genau, aber den erreichen wir natürlich nicht von hinten, sondern nur von vorne. Von vorne. Oder andersrum. Und da liegen noch ein paar arme Seelen, die ihr Leben ausgehaucht haben. Guck mal, wir brauchen Energie. Ach so. Reicht's. Mal, wir müssen Energie einfach nehmen. Nimm. Achso, ich dachte, man kommt da nicht mehr in den Fahrstuhl rein. Nein. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Und Energy. Wuhu. Und jetzt kannst du da die Energie mitnehmen. Power by Emotion. Ja, Kraft durch Freude, sagt man auch. Ne? Nein. Nein. Von außen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieser Sat1-Slogan, den ihr wahrscheinlich alle gar nicht mehr kennt, ganz schön verfänglich ist, weil die Nazis den so ähnlich benutzt haben? Aber das nur am Rand. Warte mal, ich bin jetzt bestimmt auf der falschen Seite. Ja. Auf jeden Fall kann man da was machen jetzt. Nimm es einfach erstmal mit. Naja, aber ich kann doch auf beiden Seiten rausgehen. Ja, aber... Request. Ist der auf der Seite? Ja, wir wissen ja nicht, wo er ist. Das ist ja der Witz. Wenn wir es nicht wissen, dann... Hä? Doch, wir haben ihn doch schon... Ja, aber er wurde doch weggefahren. Ist dir das nicht aufgefallen? Seine ganze Zelle wurde doch irgendwo anders hingefahren. Ja, wir wissen nicht, wo er ist. Ja. Nein, das bringt gar nichts. So, jetzt... Nochmal auf eine Seite raus und dann nimmst du das Ding mit. Warum spielst du eigentlich? Keine Ahnung. Weil du mir nicht das Gamepad aus der Hand gerissen hast. Muss ich dir das Gamepad aus der Hand reißen? Ja, Gia hat das Gamepad annektiert. Und jetzt bin so, ich jetzt darf ich endlich was trinken. Juhu! Aber es ist immer noch Glas 1. Okay. Tut uns leid. Aber wir sind gerade nicht ich so in Saufstimmung. Saufstimmung. Heute ja, mal. Nach diesen Enthüllungen ich bin immer noch ganz schockiert. Das Bad Request ihr Bruder ist, also. Das bleibt hängen. Das bleibt hängen. Ja. Ah, guck mal, da ist er. Ich bin fast da. Oh, jetzt ist es hier so eine Verfolgungsjagd. Das erinnert mich ein bisschen an Monster Uni. Monster Inc. Also Monster AG. AG auf Deutsch. Das ist hier. Mich erinnert das tatsächlich mehr an The Cube. Ich hoffe, den haben alle gesehen. Der ist nämlich super. Toller Film. Hey, Monster AG ist auch toll. Ach nee, du magst den ja nicht. Ich mag den Film tatsächlich nicht. Nur weil du kein Herz für kleine süße Mädchen hast. Dieses Mädchen fand ich niedlich. Ich hatte nur der ganze Rest gestört. Ups. Hey, Nili, nicht Mann. Gott, man könnte denken, Gia spielt noch. Es tut mir leid. I'm sorry. Ich nutze mal die Verfolgungsjagd und schenke uns beide. Ja, schenk mal noch ein bisschen. Hier ist die Flasche. Mach das schon. Es ist ein bisschen auch wie das verrückte Labyrinth. Aber dieser Vergleich war ja auch ein bisschen erwartbar. Ne? Genau. Um es mal mit dem Bayerischen Rundfunk zu sagen. Heute Show, Gucker wissen mehr. Runter. Okay. Ich wollte jetzt nicht, dass das ganz runterfällt, aber. Doch, das sollte aber. Ah! Oh Gott, oh Gott. Naja, hier ist ja nichts passiert. Ich glaube, das war so gewollt. Ja, ja. Hüpf. Hüpf, hab ich gesagt. Ah, nicht fallen, nicht fallen, Lili. Was machst du denn da? Was spielst du denn da für einen Scheiß zusammen? Achso, da solltest du? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt weiter darf. Rechts ging es nicht weiter? Oder bist du da einfach irgendwie reingefallen? Ach, guck mal da. Achso, das musst du wieder runter bewegen. Es ist wirklich wie so Cube. Ja, schön einmal rüber und dann nochmal rüber. Ach nee, erstmal bewegen und dann rüber. Hüpf. Mal bewegen. Na komm. Ach, hoch diesmal. Mal ganz was anderes. Ein Auf und Ab ist das hier. Aber hier gerade so kommt es dann natürlich die Gute.
Haben sie vorher vermessen und dann geguckt, so wie viel Space müssen die lassen, damit Erroristen reinkommen? Erroristen. DINA Standard Erroristen. Ja, genau. Ah, jetzt kann ich in diese wunderschöne Zelle hineinklettern. Mhm. Habe ich meine eigene leuchtende Zelle. Kann Bellys Zelle dann ein bisschen runterholen. Nein! Oh Gott, ich bin gefangen. Keulenschmerzen. Stimmen fort. Oh Gott. Was haben sie mit dir gemacht? Ja, was sie mit allen machen. Meine verlorene Schwester. Das hatten sie mit dir vor, als ich dich hier befreite. Das ist krank. Wir müssen es beenden. Extrahiere sein Gedächtnis. Anders geht's. Er hat doch nichts mehr. Na gut, bevor wir das machen. König, König feuert Bauern. Danke, Bett. Darf ich kurz anstoßen? Danke. Ja, darauf, dass wir Bad Request gefunden haben. Hm. Darauf, dass ich endlich wieder spielen darf und wir seine Erinnerung rauben können. Mhm. Das mache ich jetzt auch. Entschuldige, Bruder. Diesmal muss ich ohne deine Zustimmung in deinen Kopf. So leer. So wahr. So leer. Steigt in Dr. Quaids Höhle hinab. Es ist nichts von ihm übrig. Hölle. Nur seltsame Erinnerungen. Es war keine Höhle. Sie haben alles von seinem Lockup gelöscht. Der Rest gehört nicht mal ihm. Das ist hier das Standardprotokoll. Ich nehme ihn mit. Geht nicht. Tür ist zu. Vorige Kapazität unzureichend. Beginne Transfer des Subjekts zur Hygienegrube. Zur Hygienegrube. Ich finde Hygiene und Grube ist zusammen irgendwie eine ganz komische Wortkombination. Unter Grube stelle ich mir nichts Hygienisches vor. Ich muss Bett da rausholen. Du kannst jetzt hier nichts für ihn tun. Folge den Reminiszenen, die du eben geklaut hast. Sie führen dich zu Dr. Quaid. Na dann. Ihn musst du stoppen. Stoppe das Quaid. Nach links. Reminiszene, da. Laufi, laufi, laufi. Ja. Und aktiviere, aktiviere. Also, auch du, ein Gedächtnisjäger. Natürlich nicht so gut wie deine Freundin Millen, aber doch ein außergewöhnliches. Wir isolieren einfach deine Besonderheit. So können wir Memorial Leiden viel besser verstehen lernen. Was haben sie mit ihm gemacht? Ah, das. Hä? Nee, du musst es, glaube ich, wegnehmen, um die Tür. Meinst du? Nee, Quatsch, hä? Ah, da links von dir ist was zum Anmachen. Na, hier vorne. I see. Ah, und jetzt kommt der raus und dann kann ich rein, oder was? Bitte gehen Sie beiseite. Ja, mach ich ja schon. Na, vielleicht komme ich jetzt da weiter. Aha. Hier. Da schau ja. Da ist wieder eine Reminiszenz. Achso. Da geht's irgendwie hoch. Ich guck erstmal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Da ist schon wieder medizinische Schule. Eine Etage höher einfach. So, das ist hier Memory Delton. Deletion. Ach, Deletion. Oh Gott, ich kann nicht lesen. Ah, hallo. Ups. Nein, nicht der. Geh auf die Kleinen. Ich prügel mich doch sonst auch nur mit Leuten. Du kannst auch den Großen wieder überlassen. Ja, ich glaube, ich mach das. Du hast recht. Ich denke, stell das... Stell dich da nicht so blöd hinten an wie ich. Nee, niemals. Guck mal, der hier. Fällt ja schon um, ohne dass du was tust. Ja. Ist so bei mir auch. Ist das so. Oh, meine Frau? Ja, oh, meine Fresse war. Nee, ich weiß es nicht. Abgewürzt. Fresse. Also. Frau Öse. So, hier geht eine Tür auf. Da ist eine Reminiszene. Warum ist denn da unten auch noch eine gewesen? Rein. Mach dir nichts aus dem Schmerz. Von nun an unterdrücken wir ihn durch direkte Einwirkung auf die Memorial-Wurzel. Sehr beruhigend. Das ist ja gut zu wissen. Für uns beide, nicht wahr?
Wo ist denn der da? Oh, das klingt total unschmerzhaft. Ich hätte gerne. Sie machen Gefangene zu Liepern und dann Lieper zu Haustieren. Ja, das Prinzip haben wir jetzt auch schon verstanden. Dieser Quaid. Was für ein Freak. Wahre Monster sind Anomalien. Und Dr. Quaid ist mit Anomalien gespickt. Das ist schon wieder für eine dumme Aussage. Dieser Kerl verdient nicht zu leben. Ich meine, ganz ehrlich. Ja, Schweinebraten sind, Krustenbraten sind auch mit Nägeln gespickt. Ja. So ungefähr. Deswegen verdienen sie nicht zu leben. Haben wir doch gerade gehört. So, okay, also hier kam ich jetzt rein, aber das ist nicht wichtig gewesen. Genau. Sondern da unten ist wahrscheinlich. Fehlt dir noch Energie? Also Leben, Gesundheit, wie auch immer. Ja, nee, ich glaube nicht. Also ich habe ja eben nicht wirklich was verloren. Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal mit hier, die Energie. Brauche ich den medizinischen Stuhl? Keine Ahnung, aber ich glaube, den hat es noch nicht. Ja. Der fährt jetzt da runter? Aber stimmt, der fährt jetzt da runter. Dann ist das obere Stockwerk nur, um das untere Stockwerk zu beliefern. Ja. Ups. Kann ich das jetzt mitnehmen? Nein. Nein. Ja, ich wollte es mal probieren. Man weiß ja einfach nicht. Probier doch jetzt nochmal aus. Ob das besser funktioniert? Das ist eine Definition von Wahnsinn. Immer wieder dasselbe probieren und anderen Ausgang erwarten. So einer bin ich nicht. Na los. Juhu. Ich schlender mal ganz nonchalant hinterher. Ja, noch ein Stockwerk runter. Aua. So. Tschüss. Irgendwie sind die jetzt nicht mehr so eine große Schwierigkeit. Könnte auf jeden Fall schwieriger sein. Naja, aber dafür hast du jetzt auch vielleicht dreimal die Küchen. Ja. Und YX, YX. Also wenn man einmal so eine Schadenskombo hat, dann geht es tatsächlich ziemlich schnell. So. Hier ist wieder so ein. Wie viele von diesen dummen Stühlen? Das wiederholt sich jetzt, finde ich, doch arg oft, oder? Ja, dreimal, genau. Ja, aber ist doch scheiße, ist das. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjekt bitte warten. 80217, Bad Request, Gedächtnisjäger, Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Wie sollst du das jetzt machen? Ich muss um die andere, ich muss auf die andere Seite. Na komm, starte doch neu bitte. Danke. Ich muss hier bestimmt außen rumlaufen. Testsubjekt wird katalogisiert. Oh. Ja, dann musst du auf dem Weg noch einen Snack mit. Genau. Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Hahaha. Ich das wieder sehen uns sehr bald. Knallhart erkannt hat, ja. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ich glaube kaum, dass man sich mit Mr. Dr. Super Quaid anfreunden kann. Das vielleicht, wenn man auch verrückt ist und mit Naken gespickt. Ja, nee, mit Anomalien. Du entscheidest hier gar nichts mehr. Sebastian, hör zu. Rückverwandlung ist eine Sackgasse. Das weiß ich nie. Den das heißt doch Rück. Dieser Menschen ja. Eine Persönlichkeit einzigen war nie eine echte Lösung. Wenn ich jetzt aufhöre, kehren Tausende von Leapers zum Ursprungszustand zurück. Rekonvertierung. Lieperns. Wir müssen. Liepernsisse. Liperi. Das ist doch Latein. Halt. Was war das? Spinnen ihre Erinnerungen jetzt gerade komplett? Oh. Naja, ich bin sowieso der Meinung, dass ihre Erinnerung durchgemixt wurde und Nillin, das alles der Traum von einem Hund ist. Stimmt. Wir sind doch nicht bei Lost. Oh Mist, wir haben Lost gespoilert. Ja, Leute, tut uns leid, am Ende der letzten Staffel, alles hat der Hund geträumt. Dieser Gang. Die Farben. Ja, es sieht doch aber überall gleich aus. Wo war ich schon mal? Weiß, grau, orange. Das ist der Anfang, ne? Das ist der Anfang des Spiels.
nur halt andersrum. Da sind wir in die Richtung gelaufen. Okay, da war eine Tür. Oh, was für ein toller Frame, wie das Spiel jetzt wieder am Anfang ist. Aber mich irritiert jetzt ein bisschen, dass hier unten kein Streifen mehr auf dem Boden ist, ne? Also da war ja hier, sieht man ja in den Rückblenden immer, dass da so ein orange-weißer Streifen auf dem Boden ist, den wir verfolgt sind. Sie mich auseinandernehmen? Und der war aufgemalt, also. Oder war sie echt ganz schön kurz davor, hier komplett fertig gemacht zu werden? Nur noch ein paar Schritte entfernt von da, wo ihr Bad Request-Kumpel da ausge... Oh, da ist ein... kaputtgedingst wurde. Technologie. Tagebuch. Technologie. SAT-Technology. Picsocket. Weiß nicht, welches jetzt das ist. Wahrscheinlich Picsocket, oder? Weil das hatten wir ja auch noch nicht. Oder haben wir uns das nicht angeguckt? Ich glaube, sie haben es einfach nicht angeguckt. So, ihr habt es gelesen. Ich gucke mir noch die SAT-Technologie an. Achso, Behandlungssysteme. Naja, das ist ja nur, lame. Tschüss. Könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen? Genau. Okay, jetzt bin ich hier in meinem Raum. Kann mir hier den Strom mitnehmen. Genau. Hinten war ja... Verdammter Flashback. Ein Schlaglicht auf mich selbst. Wer benutzt denn solche Wörter? Dieser Ort ist ein Hexenkessel. Vielleicht ist es besser, dass du vergessen hast, was du hier durchgemacht hast. Ein Hexenkessel? Hey. Du hast mich doch aus dieser Hölle rausgeholt. Ich bin dir so dankbar. Genug geredet, Schwester. Jetzt geht es darum, Dr. Quaid schnell zu stoppen. Bad Request ist nicht ihr Bruder. Edge ist ihr Bruder. Genau. Da. Zuerst. Kamehame-Energieübertragung. Da hinten sind irgendwelche Typen, die uns schon anlächeln. Ach, das ist ja hier wieder der Raum, wo wir dann nach links abgehauen sind hier. Dadurch das Tor sind wir geflüchtet. Aber jetzt ist Dr. Quaid da, oder? Na, vor allen Dingen kann ich jetzt hier nochmal gucken. Bei Dr. Edogawa, Barker und West. Da ist was. Und die sind hier vorne. Da hinten ist das Ding. Komm ich nach rein? Ach, da oben. Oh, das ist aber versteckt. Ja, ein bisschen. Bäm! 2 von 5 lohnt sich ja so richtig. Ja, genau. Naja. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Hey, Quaid. Den kennen wir doch schon, den haben wir am Anfang auch schon mal gesehen. Ah, Gedächtnisjägerin. Genau, rechtzeitig. Warum zeigt er jetzt so nonchalant mit auf seine 2 Hansel da, die sowieso keine Chance haben? So. Okay. Wer ist das? Ein Lieber. Sebastian! Jemand, der ganz besonders sauer auf Dr. Quaid ist. Okay. Oh, jetzt kommen schon wieder die Fliegeviecher. Ist kein Problem. Aber genau. Ich habe ja Rost in Frieden. Ja. Oh, ein schwarzer und ein weißer. Ebony and Ivory live together in peace and harmony. Den schwarzen kann ich aber angreifen. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, aber du kannst auch erstmal dich tarnen. Kann auch den hier... Nee, das ist ja noch in Aufladung. Du hast recht, ich sollte mich tarnen. Aber dann vielleicht den weißen nehmen? Der steht auch direkt schon... Ich würde natürlich lieber den schwarzen fertig machen. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Nein. Das ist hier politisch ganz korrekt alles. Ne? Ja, ich kenne mich ja. Da weiß man doch bei mir, was man kriegt. Oh, der ging ja schnell alle. Ja, der schwarze... Ja, die Schwarzen halten nicht viel aus. Also. Ah, Gott. Bitte nicht falsch verstehen. Um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Es geht hier natürlich nur um ihre Hautfarbe und nicht um die Farbe ihrer Rüstung. Wie machst du jetzt den da oben fertig? Mit Schubsis. Jetzt. Oh. Ja, ein Schutzschild. Ja, guck mal, die haben noch 2 Schüsse kriegen, die doch immer. Wir hatten nur länger keinen mehr, aber es war immer so. Und okay. Ach komm. Okay. Und dann kommen wir auch runter. So einer wieder. Na gut, dann nutze ich den jetzt. Ach nee, den muss ich erst den Schild entfernen. So, und dann kann ich den nämlich hauen. Der Schild ist deaktiviert. Das ist eine Star Trek-Anspielung, die nehme ich mal im Vorbeigehen so mit. So.
Ja, komm. Ah, aus dem Weg. Ja, ich versuch's. Sehr gut. Aber nicht da rein. Ja, man. Den weiß auch. Kann der mal da rauskommen, der mit schwarzen Rüstung, der Typ? Ah, weg. Ja, sehr gut. Hab ich doch. So. Nein, Mann! Nilin! Nein, jetzt greif doch mal den da an! Ah, war ich schon tot? Echt? Ich dachte, ich hab noch einen ganzen Kasten. Ach, verdammt. Das tut mir leid. So. Okay, jetzt klumpsen sie wenigstens gleich. Hoffe ich zumindest. Dass das jetzt nicht verdammt. Das ist die zweite Runde, glaube ich. Das ist die erste Runde natürlich, weil bei der ersten Runde diese komischen Roboter, die geschossen haben, waren. Achso, stimmt. Ja. Jetzt lade ich aber erstmal hier meine Impressions auf. Ja, mach das. Ah, ich wenigstens zwei davon habe. Komm! Ja, danke, so jetzt habe ich zwei. Dann kann ich nämlich den hier in Frieden rosten lassen. Nein, ich will doch. Das da. Ja. Siehste, klappt doch perfekt. Au. Dann ist der nämlich auch schon mal hin. Ist noch einer übrig. Ich heb mir jetzt auch meinen zweiten Impressor auf. Die beiden Hansel hier kriege ich auch mit der Armkanone. Ausweichen. Ich hätte jetzt gerne ein Lichtschwert, damit ich die Schüsse reflektieren kann. Das wäre jetzt sehr cool. Ja, also mit einem Lichtschwert könntest du auch alles andere, aber nur mal so. Ja, aber das zum auch. Zum Beispiel jemanden den Arm abhacken oder so. Oder jemanden die Hand abhacken. Aber das ja, wird das ja. Das meinte ich eigentlich. Ich verstehe schon. Also, du wolltest eine sehr gut zutreffende Anspielung machen und das ist oft der. Seit wann können sie denn rennen? Jetzt. Achso, wenn du weit genug weg bist, ja. Dann rennen sie. Und deine Anspielung ist auf den letzten Metern korrekt, aber das ist okay. Ja. So, jetzt muss ich hier aber ein bisschen. Denke halt in Inhalten. Das ist dein Fehler. Okay, die machen. Ah, nein! Entschilde ihn erstmal. Ja, du hast recht. Und dann ausweichen. Oh. Nein! Oh, ich war gerade in der Luft, das war offensichtlich ausreichend. Ja. Lebensenergie. Nein, ausweichen. Ah. Nein, ich war. Das kann doch keiner ahnen, dass der dann genau dahin springt. Scheiße. Nein! Ja. Nein! Sehr gut. Oh Gott. Ich würde gerne diesen Roboter kaputt kriegen. Ja. Kannst du nicht bei ihm auch aus den Frieden? Ja, ne. Also, das ist ja noch nicht wieder aufgeladen. Das würde ich ja schon längst gemacht. Noch 37 Sekunden und ich komme ja auch nicht an den Schwarzen ran, um mich wieder aufzuladen. Also wenn ich den angreife, dann bin ich ja immer in Gefahr, dass die Typen hier mich. Ach Mist, der Schwarze ist der Einzige, auf den ich nicht schießen wollte. Ja. Ach, scheiße. Naja, nicht wirklich, weil der hat mich ja gerade erwischt, der eine Weiße. Nee, das ist ach, da ist er ja auch, Mann. Na komm, komm. Okay. Ja, sehr gut. Gut, dann ist der schon mal hin. So, jetzt kannst du dich. Jetzt kann ich einen von. Nee, jetzt kann ich hier erstmal einen von denen kaputt machen, ne? Weil die nerven mich jetzt gerade irgendwie noch mehr als der Schwarze, weil bei dem kann ich ja wieder was auffangen. So. Genau. Jetzt habe ich nämlich nur noch einen von diesen Spackos. Ja, okay. Sehr gut. Ja, gut. Exzellent. Und ein bisschen aufladen. Ja, der andere ist abgelenkt, das heißt, ich kann. Respekt. Naja, oder. Ich weiß nicht, ob die mich so sehr. Ah, ausweichen! Respektieren. Nein. Und. Schuss! Mann, das wäre jetzt so gut gekommen, wenn er dann. Mann, ja, wenn er einfach dann umgefallen wäre. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen rumtanzen. Bis jetzt. Johnny Greenteeth ist hier?
Ich sagte ach, doch der, der Typ war das, den wir in der U-Bahn da gedingst haben, damals. Vergessen. Johnny Greenteeth. Der verrückte Lieber, den habe ich jetzt nicht wiedererkannt, tut mir leid. Kann schon mal passieren. Kann schon mal passieren. Bei dem Spiel bewegen einen die Leute ja die einzelnen Charaktere auch nicht so sehr. Ach guck mal, hier war dieser Riesenroboter drin am Anfang. Dann ist dann gejagt. Hier kann ich mich erstmal wieder auffüllen. Ja, das ist eine gute Idee. Mit einem Lebenspunkt. Offi für Lee. So, und Türe auf. Ich kenne diesen Zorn. Jagte mir beinahe Todesangst ein. Zorn? Was ist denn Zorn? Keine Ahnung. Ach so, der Roboter, der da. Ach so, der. Ach, das war der vom Anfang. Oh. Ruhe, Alter. Rost in Frieden, siehst du? Da kriegt man direkt das Achievement. Gut, dass wir da noch kurz stehen geblieben sind, weil dieses Achievement war mir jetzt wirklich sehr viel wert. Also, da hätte ich das komplette Spiel auch nochmal gespielt, um zu der Stelle zu kommen. Noch eine Tür. Was ist denn hier los? Sind wir hier bei Get Smart? Eindeutig. Oder auch Minimax, wie die Serie heißt. Aber wo ist denn der coole Typ? Man weiß es nicht. Schau an, wie eifrig sie die neue Ära der Erleuchtung verhindern will. Sie will, dass wir weiter in unserem düsteren Individualismus leben. Düsterer meine Kinder. Teilt meinen Traum mit ihr. Der Kommunist oder was? Gut, wir teilen den Traum, aber erst in der nächsten Folge. Genau, denn nach die ist dieser super langen super Folge. Lang! Ja, genau. Super lang. Bis dann. Ja, als Wiedergutmachung für die letzten Folgen, ne? Ja, die war ein bisschen kürzer. Macht's gut. Bis dann.